Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Touchdown, er will doch nur spielen von Val Kilian mitgebracht. Also, man muss es über den Anfang hinweg schaffen. Der Mittelteil ist teilweise wirklich schön und zum Schluss wird es wieder so ein bisschen. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Touchdown, er will doch nur spielen von Val Kilian mitgebracht. Hier seht ihr mal das Cover. Das ist sehr aufregend. Der Rücken und der Klappentext. Ich muss dazu sagen, das Buch gibt es mittlerweile nur noch als E-Book. Also das Taschenbuch kriegt man kaum noch. Und darum geht's. Die Laila ist Sportreporterin mit Leib und Seele. Wie sollte sie auch nicht? Immerhin ist ihr Vater eine Legende. Jetzt endlich hat sie es geschafft und darf live aus der Umkleide des örtlichen Footballteams berichten. Obwohl ihr Chef ein sexistisches A-Punkt-Punkt-Punkt ist. Leider läuft es aber nicht so gut. Brody, einer der Spieler, hat sie auf dem Kieker und gibt sich die allergrößte Mühe, sie mit seinem kindischen Blödsinn aus dem Konzept zu bringen. Und es wäre das nicht schon nervig genug, wagt er es auch noch, sie anzubaggern. Brody ist mir am Anfang extrem auf die Nerven gegangen. Er verhält sich wirklich wie ein Kleinkind. Seine Aktionen lassen einen schwanken, ob er einfach ein Blödmann oder doch ein sexistischer Blödmann ist. Dass er Delilah wirklich mag, auf die Idee kommt man lange nicht. Ich fand das Geplänkel zwischen den beiden ziemlich nervig und ich hätte deswegen fast das Buch vorzeitig abgebrochen. In Brody steckt sehr viel mehr, als er anfangs zeigt, und das hat ihn gerettet, beziehungsweise mich doch dazu gebracht, dran zu bleiben. Trotzdem, man wird lange nicht aus dem Schlau und als man es endlich wird, droht direkt wieder ein Verhängnis. Später kommt noch ein weiterer Protagonist dazu, Willow. Wer das ist und dergleichen, kann ich nicht verraten, nur dass es einige Kapitel aus ihrer Sicht gibt. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass man durch Delilah und ihre Erfahrungen im Beruf noch sensibler auf Brody und seine Aktionen reagiert. Sie muss sich ständig gegen ihre idiotischen Kollegen und ihren Chef behaupten, die von weiblichen Reportern nicht viel halten. Und dann kommt Brody und bringt seine Aktionen und es wirkt denkbar schlecht. Er selbst hält sich für witzig und wahrscheinlich auch für unwiderstehlich. Es dauert lang, bis er diesen Punkt wirklich erreicht. Zwischendrin mochte ich ihn auch richtig gern und es wurde auch sehr heiß. Aber dann kam die Verwicklung und ich habe ihn nicht mehr wiedererkannt. Ja, es macht Sinn, dass ihn das aus der Bahn wirft und so, aber er geht damit komplett falsch um. Bald folgt eine Reihe von Missverständnissen aufeinander und das Buch entwickelt sich in eine Richtung, die ich persönlich nicht besonders mag. Immer wieder war das Buch auf dem besten Weg, mir richtig gut zu gefallen, aber jedes Mal macht es eine Kehrtwendung. Die emotional tiefgehenden Themen wurden mehrmals angeschnitten, aber immer recht kurz abgehandelt. Es ging eher um die Fakten, weniger um die Folgen für die Protagonisten oder darum, ob und inwiefern das Auswirkungen auf ihr Verhalten hat. Ich fand das Buch nicht schlecht, obwohl ich nach dem Anfang schon fürchtete, dass es mir nicht meins sein würde, weil mir der männliche Protagonist da sehr auf die Nerven gegangen ist mit seinen blöden Aktionen. Er hat sich aber zwischenzeitlich berappelt, nur um dann wieder abzustürzen. Insgesamt fehlten mir zu großen Teilen die tiefen Gefühle. Immer wieder dachte ich, jetzt kämen sie, aber dann blieb es doch nur oberflächlich. Zudem hat es sich leider vorhersehbar entwickelt in eine Richtung, die ich persönlich nicht mag. Ich fand das Buch nicht schlecht, aber mitreißen konnte es mich leider auch nicht. Von mir bekommt es wegen der schönen Stellen zwischendrin 2,5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!